Lucknow Airport Information Kilo 1200 Zulu. Wind 267 at 5. Visibility, niner. Sky condition, few clouds at 2,200 feet, few clouds at 4,500 feet, few clouds at 13,500 feet. Temperature, 15. Dew point, 13. QNH, 29.92. Visual runway 3, 2 left and ILS runway 3, 2 right in use. Landing and departing runway 3, 2 left and runway 3, 2 right. VSR, aircraft, say direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller, on initial contact, you have Kilo. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu dieser 14. Folge. Wir fliegen von Köln-Bonn nach Louisville. Natürlich folgt jetzt keine Ansprache an die Zuschauer, weil sie sich ja in einer Frachtmaschine befinden und die Fracht interessiert es jetzt, glaube ich, nicht so, wie jetzt die Wetterkonditionen in Louisville sind oder dann auch in Köln-Bonn. Aber trotzdem können wir Ihnen sagen, wir haben jetzt in Köln-Bonn ein leicht bedecktes Wetter. Es sind schon ein paar Wolken zu sehen und in Louisville dagegen wird es extrem schön sein. Wir haben wunderschönen, klaren, blauen Strahl, blauen Himmel. Genießen Sie den Flug, genießen Sie die Aufnahmen. Thank you.
Wir wollen uns heute mal mit McDonnell Douglas beschäftigen. Davor müssen wir uns aber mit den zwei Unternehmen Douglas Aircraft Company und McDonnell Douglas Aircraft Corporation, welche dann zu McDonnell Douglas fusioniert sind, beschäftigen. Wenn wir uns einen Zeitstrahl anschauen, beginnen wir mit der 1921 gegründeten Douglas Aircraft Company, da erst 18 Jahre später McDonnell Aircraft Corporation gegründet wurde. Also, wir reisen ins Jahr 1921 nach Long Beach, Kalifornien. Donald Wills Douglas absolvierte seinen Hochschulabschluss am Massachusetts Institute of Technology. Daraufhin arbeitete er für Martin, ein Flugzeughersteller, welcher 1912 gegründet wurde. Dort wurde er dann Chefingenieur und gründete 1921 seine eigene Firma, die Douglas Company. Das erste Flugzeug war die DC-1, wobei die C für Douglas Commercial steht. Die DC-1 ist ein propellerbetriebenes, für 12 Passagiere zugelassenes Flugzeug. Die erste DC-1 wurde für TVA als Prototyp gebaut. Daraufhin wurde dann die DC-2, eine gestreckte, nun für 14 Passagiere zugelassene, mit stärkeren Turboprop-Propellern ausgestattete DC-1. Nicht nur der zivile, sondern auch der militärische Bereich wurde von Douglas bedient. So baute Douglas Aircraft Company auch Militärflugzeuge für die US Navy. Und DC-3 war dann wohl eine der berühmtesten Flugzeuge, da diese nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als Rosinenbomber bekannt wurden. Die Luftpost wurde von Douglas auch bekam von denen auch Flugzeuge, nämlich die M1 und dann M2, M3 und M4. Das sind Flugzeuge, Doppeldecker, die mit einem Propeller, der ganz vorne am Bug angebracht ist, ausgestattet sind. Und im Jahr 1967 fusionierte Douglas Aircraft Company dann mit McDonnell. Und bevor wir uns jetzt McDonnell widmen, schauen wir uns noch kurz das Logo von der Douglas Aircraft Company an, denn das ist ein großer Kreis mit einem nach rechts abflachenden, in der Mitte geteilten Dreieck. Um den Kreis fliegt eine angedeutete Rakete und hinterlässt einen Streifen um den Kreis. Jetzt reisen wir mal ins Jahr 1939 nach St. Louis, Missouri. James Smith McDonnell gründete die McDonnell Aircraft Corporation. Davor absolvierte er seinen Hochschulabschluss an der MIT. Direkt danach gründete er schon mal eine Firma, nämlich die G.S. McDonnell & Associates in Milwaukee, Wisconsin, wobei das nur ein kurzer Ausflug war, da 1929, also nur knapp ein Jahr später, die Wirtschaftskrise kam und dadurch ruinierte er sein Unternehmen extrem schnell und das ging dann in den Flugzeughersteller Martin auf. Und dann arbeitete er so wieder und machte sich dann 1939 nochmal selbstständig und gründete dann die McDonnell Aircraft Corporation, aber jetzt in St. Louis. Und im Zweiten Weltkrieg baute er durch große Rüstungsaufträge sein Unternehmen aus und auch in dem Raumfahrtprogramm, wie das war das Gemini und das Mercury-Programm, war sein Unternehmen extrem aktiv und wirkte beim Mercury- und Gemini-Programm auch aktiv mit. 1967 fusionierte dann McDonnell mit Douglas zu McDonnell Douglas Aircraft Corporation. Warum? Naja, Grund für die Fusion war, dass Douglas sich für den Zivilmarkt spezialisiert hat, aber unter schlechter Liquidität litt und McDonnell, welche nur im militärischen Bereich tätig waren, aber Geld hatten, wollten den zivilen Bereich expandieren, was mit der Erfahrung, die ja von Douglas ausging, ja eigentlich gar kein Problem war. In der zivilen Sparte baute man dadurch dann die DC-10 und die MD-11, die wir uns dann auch auf dem Rückflug anschauen werden. Und die MD-80, 81, 82, 83, 87, 88 und 90, die alle Weiterentwicklungen der DC-9 waren. Dann wurde danach noch die MD-95 entwickelt und auch gebaut. Und die kamen dann auch zum Einsatz, aber direkt nach der Fusion gingen die dann zu Boeing und wurde dann umbenannt in die 721-7200. Es gab Pläne einer MD-12, welche ein doppelstöckiges Großraumflugzeug mit zwei durchgängigen Gags, also
komplette Decks werden sollten. Das Projekt wurde aber nie realisiert. Aber trotzdem kann man so einen heutzutage nämlich finden, und zwar das ist die A380 von Airbus. Man baute aber nicht nur zivile Flugzeuge, sondern auch 6 unterschiedliche Militärflugzeuge und 4 unterschiedliche Hubschrauber. Das Logo von McDonnell Douglas ist genau dasselbe, das hat man 1:1 von Douglas übernommen. Und in der Fusion mit Boeing wurde dann dieses Logo in Teilen aber nur übernommen. Was jetzt im neuen Logo fehlt, ist die Rakete. Die Produktion in Long Beach wurde dann am 23. Mai 2006 eingestellt und das letzte dort gefertigte Flugzeug war die Boeing 717 oder die MD-95. Bevor wir jetzt aber landen in Louisville, wollten wir Ihnen noch ganz kurz etwas über unsere Airline erzählen, also über UPS. Der IATA-Code ist 5X, der ICAO-Code ist UPS. Rufzeichen UPS. Gegründet wurde UPS 1981. Der Sitz ist in Louisville, logischerweise in den USA. Drehkreuze sind Shanghai, Pudong, Hongkong, Köln, Bonn, Hamilton, Chicago, Rockford, Dallas, Fort Worth, Los Angeles, Ontario, Miami, Philadelphia und Shenzhen. Die Flotte besteht aus 284 Flugzeugen und 6 Bestellungen. Darunter sind also in der echten Flotte, die jetzt gerade noch bei UPS aktiv sind, sind es 52 A300-600 Freighter, 13 Boeing 747-400 Freighter, 75 Boeing 757-200 Parcel Freighter, 78 Boeing 767-300 Extended Range Freighter, ERF als Anhang, 42 MD-11 Freighter. Und bestellt sind eben 4 Boeing 747-8 Freighter und noch 2 Boeing 767 Extended Range Freighter.
Zuschauer, wir sind jetzt in Louisville angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat der Flug gefallen und wir werden Sie dann wieder auf den Rückflug mitnehmen. Thank you.
Jetzt, wo wir im Rückflug sind, kommen wir mal zur DC-10 und zur MD-11. Die DC-10 ist ein dreistrahliges Großraumflugzeug, wobei jeweils eines der drei Triebwerke unter der linken und unter der rechten Tragfläche sich befindet. Das dritte Triebwerk befindet sich aber im Seitenleitwerk, also hinten am Heck. Warum denn überhaupt drei Triebwerke? Heutzutage geht es auch mit zwei. Früher waren nämlich die Triebwerke nicht so zuverlässig und wenn wir dann heute oder wenn man dann da früher über den Atlantik geflogen ist und dann ein Triebwerk ausgefallen ist, dann war das natürlich ziemlich blöd. Also hat man deswegen noch hinten im Heck das dritte Triebwerk, was aber auch die ganze Zeit läuft. Und heutzutage sind die Triebwerke deutlich zuverlässiger, die ETOPS-Ratings für die jeweiligen Flugzeuge sind deutlich besser geworden. Das heißt, man braucht auch nur noch zwei Triebwerke. Von der DC-10 wurden dann 446 Flugzeuge in einem Zeitraum von 1968 bis 1988 gebaut. In den 1960er Jahren wollte die US Air Force ein neues, nicht propellerbetriebenes Großraumtransportflugzeug. Boeing, Douglas und Lockheed beteiligten sich an diesem Auftrag, aber am besten war die für die US Air Force dann die Lockheed C-5. Na ja, gut, Boeing und Douglas konnten aber trotzdem wertvolle Erkenntnisse gewinnen und Douglas entwickelte daraus dann die DC-8 und die Boeing dann die 707. Nach der Fusion in McDonnell Douglas bekam dann die McDonnell Douglas den Auftrag von American Airlines, einen Zweistrahler zu bauen, um den inneramerikanischen Verkehr, die ja nun bis jetzt eigentlich nur von der 747 bedient wird, zu ergänzen und eine Kapazität zwischen der 707 und der 747 zu schaffen. McDonnell Douglas konnte American Airlines damit der DC-10 überzeugen und das DC-10-Programm begann dann am 2.2.1968. Lockheed baute auch solch einen Dreistrahler, nämlich die L1011. Ganz grob kann man diese unterscheiden, da man bei der Lockheed L1011 das hintere Triebwerk, das dritte Triebwerk, der Einlass befindet sich nämlich weiter vorne im Seitenleitwerk und war auch weiter oben. Anstatt dann dem Auslassstrahl, also wo halt dann das wieder rauskommt, was dann am Verbrennungsprozess teilgenommen hat. Und bei der DC-10 ist es ein komplettes Triebwerk, was einmal auf einer Ebene im Seitenleitwerk drin sitzt. Und das Image der DC-10 war aber recht schlecht, weil es spektakuläre Zwischenfälle gab. Denn mal während eines Fluges löste sich nämlich einfach mal so die hintere Frachtraumtür und da kam es dann zu einem schnellen Druckabfall und der hintere Bereich der Kabine, also der Boden, brach dort ein. So ein Vorfall ereignete sich nämlich auch schon mal beim Turkish Airlines Flug und McDonnell Douglas verbesserte die Verriegelung der Frachttür. 1979 löste sich während des Fluges dann einfach mal so nach dem Start das linke Triebwerk vom linken Flügel und die Grund waren Risse in der Triebwerksaufhängung, was dann zum Versagen führte, was zu einem Grounding führte, konnte aber nachher auch wieder aufgehoben werden, nachdem dann herausgefunden wurde, dass die Risse durch einen Wartungsfehler bei American Airlines und Continental Airlines kamen. Und dann gab es noch einen schwerwiegenden menschlichen Fehler bei einem Air New Zealand Flug und der Ruf war dann von der DC-10 extrem so stark sogar ramponiert, dass die American Airlines dann nicht mehr den Flugzeugtypen vorne auf ihrem Rumpf genannt haben, sondern einfach den überschrieben haben und dann einfach unkenntlich gemacht haben. Das DC-10 für Douglas Commercial wurde dann in MD McDonnell Douglas ersetzt und das war ein ganz guter Schritt, denn daher kommt auch die MD-11. Dann gab es noch einen Zwischenfall bei United Airlines, dort explodierte eine Bombe an Bord und daraufhin ein missglückter Landeanflug die Folge war. Die DC-10 kann aber heutzutage umgebaut werden in einen Frachter und es gab jetzt seitdem eigentlich auch gar keinen Zwischenfall mehr. Und die Frachter sind noch bei FedEx unterwegs, in der Passagierversion gibt es die also gut wie nicht mehr.
Die US Air Force nutzt die DC-10 als KC-10, das sind Tankflugzeuge, die sind auch noch weiter in der Flotte. Kommen wir noch zu den Daten. Erstflug war am 29. August 1970. Es gibt drei unterschiedliche Versionen, welche alle Weiterentwicklungen waren: die DC-10-10, die DC-10-30 und die DC-10-40. Wir schauen uns jetzt aber mal die DC-10-30 an. Eine Länge von 55,06 Meter, eine Spannweite von 50,39 Meter, eine Kabinenbreite von 5,69 Meter und eine Höhe von 17,70 Meter. Und ein MTOW, also ein Maximum Takeoff Weight von ca. 251 Tonnen. Kommen wir jetzt zur MD-11. Die MD-11 ist nun also die Weiterentwicklung der DC-10 mit der Namensänderung von DC-10, also DC auf MD. Und die MD-11 basiert auch auf der DC-10-30. Oder dann die DC-10-40, das ist, die ist, trotzdem ist die MD-11 nochmals verlängert worden und die Tragflächen wurden um 1,5 Meter vergrößert. Die MD-11 hat nun CRT-Bildschirme und ein hochmodernes Zwei-Mann-Cockpit. Ende und Anfang 1987 und dann Anfang 1988 wollte McDonnell Douglas mit Airbus eine Möglichkeit suchen, das Projekt gemeinsam zu führen, also einen verlängerten MD-11-Rumpf mit A330-Tragflächen. Aber diese Gespräche wurden leider ohne Ergebnis beendet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass daraus was ziemlich Gutes geworden wäre. Kommen wir noch zu den Daten. Erstflug war am 10. Januar 1990. Es gab vier unterschiedliche Versionen, welche alle Variationen der MD-11 waren. Die MD-11ER Extended Range, die MD-11F Freighter und die MD-11C Kombi. Eine Länge von 61,2 Meter mit dem Pratt & Whitney und mit dem CFM-Triebwerk sind es sogar 61,4 Meter. Eine Spannweite von 51,7 Meter, eine Höhe von 17,3 bzw. dann 18,0 je nach der Beladung und ein MTOW von ca. 237 Tonnen. Und wenn man jetzt diese MD-11-Frachter leer fliegen will, dann muss man noch extra Ballastcontainer vorne in das Flugzeug einladen, dadurch, dass das dritte Triebwerk hinten im Heck so schwer ist, dass es sich dann beim Start hinten auf dem aufs Tail setzt. Von der MD-11 wurden genau 200 Exemplare gebaut und die letzte gebaute MD-11 ging direkt als Frachter 2001 als Delta Alpha Lima Charlie November direkt ab Berg zu Lufthansa Cargo und fliegt nun für UPS. Kommen wir noch zu unserem Flugzeug, was wir jetzt hier gerade fliegen. Ausgeliefert wurde unsere 747 am 27.02.2021 mit der Seriennummer 665778 und hat dadurch auch nur ein Alter von 0,6 Jahren. Triebwerke sind 4 GEnx 2B 67. In der Konfiguration von den Sitzen, glaube ich, müssen wir uns da wenig Gedanken machen, dadurch, dass es ja ein Freighter ist. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Kabinenbreite 6,1 Meter sind. Unsere 747 hat ein MTOW von ca. 447 Tonnen, eine Länge von 76,3 Meter und eine Spannweite von 86,5 Meter und eine Höhe von 19,4 Meter. Thank you.
Liebe Zuschauer, wir sind jetzt wieder in Köln angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen und wir können mit Ihnen bald mal wieder fliegen.